Willkommen zu Dishonored 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wenn ihr Lust habt, dann gehen wir jetzt in den Großpalast. Wenn ihr keine Lust habt, dann bleibt einfach da. Das ist dann auch okay. Wir sehen uns im Großpalast. Wow. Wow, wow, wow. Ah, es ist schon wirklich nett. Und so wie es ausschaut, müssen wir dann wieder mal einen Wagen nehmen, um dann mit der Bahn, mit das gute Bahn, in das Großpalast zu fahren. Aber zuerst, wie immer, mal das Herzchen raus. Boah, in dem Palast versteckt sich einiges. 2 Runen, 4 Knochenartefakte. Hier in der Gegend scheint hingegen nichts zu sein. 223 oder 26... Die sind so alle so um die 200 Meter irgendwie. Stecken wir das erstmal weg? Achso, ja. Mhm. Wegstecken bringt ja nichts. Wenn ich umschalte, dann zückt Emily ja automatisch schon wieder ihre Knarre. So, ich habe jetzt eben schon 2 normale Wachleute gesehen. Und die dürften ja nun wirklich nicht das Problem sein. Aber, ach hier, hier hätte ich gedacht, würden wir durchkommen. Ist natürlich irgendwie ein bisschen besser gelaufen. Aber trotzdem müssen wir uns ein bisschen vorsehen. Denn es könnte ja sein, ne? Was auch immer, aber es könnte sein. Was auch immer. So, ein bisschen Frosch gespielt. Und wir machen eben mal diesen hier. Rein theoretisch können wir ja sogar mittlerweile durch weit reichen. Irgendwelche Gegner zu uns ziehen. So. Wow, cool. Wir sind wirklich tatsächlich auf dem Absatz hier gelandet. Und es scheint hier niemand weiteres zu geben. Außer uns. Was? Sehr seltsame Geräusche. Och, Emmy. Gute Emily. Tu dir doch nicht weh. Ob ich lesen kann? Klar. Hält er mich für blöd? Ja. Ich kenne alle meine Buchstaben und ein paar mehr. Und ein paar mehr. Das ist cool. Ich kenne alle meine Buchstaben und ein paar mehr. Das ist schön. Oh. Sieht gar nicht so aus, was passiert ist. Könnte alles sein. Könnten. Ich muss gut aufpassen. Wir müssten dann hier erstmal was in Funktion bringen oder über die Schienen dahin. Ist schlimm. Die Kinder seit Jahren nicht gesehen. Martha, Liebste, heirat mich. Lang war ich nun ohne dich. Gut, mal zwischenspeichern und dann gehen wir hier mal auf die Schienen. Alles klar. Warf nach ihnen meine Speere. Martha, Liebste, heirat mich. Lang war ich nun ohne dich. Ja, ich mach erstmal wieder Eisendice. Eisenberg. Die Eisenbergsche Unschärfe. Schauen wir auch mal direkt unten. Vielleicht haben wir irgendein Kellergewölbe, in das wir hinein können. Das war schlecht. Außerhalb seines Käfigs aus Fleisch. Sammle Delilahs Geist. Ja, aber wir sollen ja etwas unserer Seele hier lassen. Ich wollte eigentlich da hoch, habt ihr ja gesehen. Habe ich ja wieder kläglich versagt, aber dem ist halt einfach nur mal so. 1. Versteckter Zugang. Delilahs Geist. Großpalast. Vielleicht sollten wir versuchen, durch den versteckten Eingang hereinzukommen. Aber zuerst schauen wir natürlich mal 133 Meter. 126 Meter. 105 Meter. Ich glaube, wir gucken uns erstmal hier draußen. Hier draußen so die Begebenheiten an, bevor wir hier die armen Leute alle killen. Vielleicht haben wir ja doch irgendwo einen recht coolen Einstieg in die ganze Geschichte. Sie die beiden. Doch nicht die Nerven, hoffe ich. Überhaupt nicht. Aber wie erkennt man denn den Herzog? Keine Ahnung, wo sie diesen Doppelgänger gefunden haben, aber er sieht aus und verhält sich wie der Herzog. Ich sehe keinen Unterschied.
Es gibt subtile Unterschiede. Also, angenommen, du erkennst Herzog Luca. Wie kriegen wir dann seinen Schlüssel? Das kriege ich schon hin. Aha, habt ihr das gehört? Du hast ein Gespräch aufgeschnappt, laut Herzog Luca Abele seinen Tresorschlüssel, dass er das immer bei sich trägt, okay? Wir sind reich und schon fast in Gristle, bevor er am nächsten Tag einen Kater hat. Ups. Bei den beiden sollte ich ein bisschen aufpassen. Das sind so Verschwörer. Mhm. Das ist ein guter Plan, so wie das hier läuft. Wir machen es morgen Nacht, wenn nur ein Trupp auf Patrouille ist. Jetzt werden sie zahlen, Herzog Abele. Gut. Euch beiden will ich nichts tun. Er ist jetzt auch erst gerade rot geworden. Habt ihr das gesehen? Der Punkt wurde rot, als er sich von seiner Liebsten verabschiedet hatte. Bis dahin war reinig zart. Verhunger bald. Fleischeintopf, auch wie süß. Nicht schlafen. Vielleicht probiere ich eine von diesen Schlaftinkturen. Aber die sind nicht billig. Gut. Wenn ich sie wegnehme... Wenn du mich fragst, dann bezahl die Gebühr und fertig. Bringt ja nichts. Wenn ich sie mitnehme, muss ich sie auf jeden Fall verstecken. Denn ihr Liebster wird bestimmt aufmerksam. Also, legen wir sie mal hier ein bisschen ab. So, quasi hier. Kaum noch Luft holen. Und jetzt schauen wir uns mal in Ruhe an, was der Liebhaber macht. Der steht da eigentlich nur rum. Noch muss ich ihn nicht aus dem Weg räumen. Er wandert. Ich weiß nicht, wie lange wir tauchen können. Dürfte sich aber sehr schnell erklären. Schauen wir doch mal. Oh. Mist. Ich hatte gehofft, das wäre ein wenig tiefer. Aber dem ist wohl nicht so. Okay. Schwupp, 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 schwupp. Ja gut, er ist jetzt sogar da reingegangen. Hat eine Runde gedreht und kommt wieder. Scheint zumindest so. Wie gesagt, ich würde mir hier gerne mal so die Begebenheiten anschauen. Was aber nicht so einfach ist, wenn hier die ganze Zeit noch irgendwelche Typen rumtun. Was haben wir da? Ah, ein Rattenloch. Okay. Warum sehe ich den Typen nicht? Mensch, ich habe doch extra die Fähigkeit erhöht. Auch die werden mir nicht besonders gut angezeigt. Bin ich jetzt ein bisschen traurig drüber. So, kommt er jetzt nochmal hier runter zu seiner Allerliebsten oder kann ich gleich den Weg darüber wagen? Wo soll denn dieser Ratteneingang sein? Eigentlich direkt hier unten. Oh, er kommt hier rüber. Ja, vielleicht gar nicht mal schlecht. Vielleicht gar nicht mal schlecht. Ach, da schau her. Den schnappen wir uns natürlich jetzt auch mal und legen ihn hier hin. Da sollte er sich eigentlich wohlfühlen. Jetzt habe ich verstanden, diese komischen leuchtenden Kreise sind anscheinend deren Ziele, die die ansteuern. So, hier unter Wasser scheint so ein Schattending zu sein. Das hieße für uns, wir müssen mal in die Schatten Art wechseln und schauen, dass wir hier eventuell reinkommen. Ach. Unter Wasser kommen wir da nicht durch. Warum? Das finde ich jetzt aber doof. Außerdem kann ich hier schauen, das ist schön. Mach's immer bitte nicht so einen Krach, Emmy. Da müsste ich also rein theoretisch das Wasser hier ablassen. Ich muss dringend in ein anderes Stadtviertel. Nein, du hast mich nicht gesehen. So. Hier stinkt doch was, aber ich muss es nicht wegmachen. Hier stinkt doch was, aber ich muss das nicht wegmachen. Nein, musst du nicht. So.
Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich mich aber auch schon wieder ein bisschen tölpelhaft angestellt. Ach, hast du einen Kuss bekommen und bist jetzt total verwirrt? Verstehe ich. Steht jetzt hier nur noch einer und der andere ist auf dem Weg? Der dürfte da sein. Okay. Ein Hündchen. Ist mal wahrstark. Ich bin sicher, da war jemand. Was? Du willst kämpfen? Nochmal. Das hier ist dein Ende. Verdammt! Nicht fliehen! Das hier ist dein Ende. Du bist unsichtbar. Glaubst du, ich habe nichts für Mechanisches, soll sie erledigen? Oh, oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Boah, ist die hart drauf hier. Oh! Okay. Ja. Ich würde mal sagen, letzte Kontrollpunkt. Mal gucken, wo der war. Da war ich ein wenig übermütig. Ach, das hier war der Kontrollpunkt. Okay. Wenn man ihn falsch anguckt, der andere da müssten wir mal eben. Uiuiui. Uiuiui. Also warum auch immer, aber unter Wasser komme ich anscheinend nicht in der Schattengestalt da lang. Ist ja auch in Ordnung. So, da hinten wäre ein versteckter Zugang und da Delilahs Geist. Wenn wir uns da oben draufstellen, haben wir bestimmt. Ach du liebe Scheiße. Och, ist hier. Schauderhaft, ja, sehe ich auch so. Schauderhaft ist das alles hier. Luft ist schwer heute. Ich wollte gerade sagen, warum. Kaum atmen. Aha. Ist immer sehr unterschiedlich, wie, wo und wann man hier diverse Strecken überbrücken kann. Ja, so wie es für mich hier aussieht, haben wir hier drei Leute. Ah, die zocken miteinander. Ich spiele mit dem Gedanken an einen Theaterbesuch. Nein, lieber nicht. Ob ich lesen kann? Klar. Ich kenne alle meine Buchstaben. Ich kenne alle meine Buchstaben. Was soll die Enttäuschung? Es geht nicht um Verdienst. Der innere Zirkel besteht aus Marionetten des Herzogs. Speichellecker. Also ich denke, hier sind relativ viele sogenannte Zivilisten unterwegs. Nächstes Jahr könnten sie das. Und die ganzen Artefakte scheinen hier in der Nähe zu sein. Okay. Ich möchte, dass du niemals vergisst, wer du bist und wer du sein kannst. Ja, das wird nicht so einfach sein. Nach all den Morden wird das nicht so einfach. Arme Dienstmarkt. Versteckter Zugang in 56 Metern. Ja, also ich habe da vorne mal zwischengespeichert und möchte mich hier mal so ein bisschen umschauen. Neuer Missionshinweis, okay. Jemand hat erwähnt, dass heute Nacht Essen in den Quartieren des Herzogs zu servieren. Aha. Was? Jemand hat erwähnt, heute Nacht Essen in... Ah. Und zwei Wachen haben sich darüber unterhalten, die Nachtherzog Abele in seinem Quartier bewacht. Okay. Und wir wissen, dass Abele... immer den Schlüssel bei sich trägt. Da unten scheint auch nur ein Zivilist zu sein. Ich überlege, ob wir eventuell hier oben irgendwo drüber reinkommen, aber das ist, wenn da schon der Hinweis nach dem Versteckten... Ist da jemand? Nein, ich habe schon gegessen. Ja, ich habe mich gezeigt, würde ich sagen. Jetzt bist du dran. Mir egal, was los ist. Da sind normale Bedienstete. Ich bin kein Held. Das hatte sich aber gerade nach Jindosch Dingsbums da an.
Da ist eine normale Bedienstete. Ich frag mich, wer das war. Das war die freundliche Spinne von nebenan. Da könnte... Nee, ist leider nicht. Ich dachte, da wäre ein Fenster offen. Aber der ist ja hier verriegelt und verrammelt, meine Güte. Vielleicht da drüben über dem Balkon. Das schauen wir uns gleich mal an. Also gleich, nicht sofort. Ich kenne sie nicht. Ich kann rein gar nichts für sie tun. Gehen Sie weg. So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe! Was? Hilfe! Also mal sehen. Nein! Aber eigentlich ist es schön hier. Eigentlich ist es schön hier. So, das gucken wir uns jetzt mal an. Hihi. Ich frag mich, komme ich da oben drauf? Ja, schwer. Dann sollte ich der Herzog öffnen, hat wohl einige von Jindors mechanischen Soldaten. Was machen wir mit ihm hier? Ich meine, das Ding ist manipuliert. Ja. Also sollte. Komm mal hier rüber, Mädel. Hat halt ein Hund gebellt oder so. Aber jetzt sind natürlich alle nervös. Komm, wir probieren mal, um aufs Dach zu kommen. Ah. Oh. Oh. Nee, den lassen wir einfach hier liegen. Wir haben eh schon ganz schön Kram angestellt. Und dann können wir den auch ruhig hier liegen lassen. Bruno oder Knochenartefakt in der Nähe. Röste das Herzlein aus. Das ist die Seele, wa? Ich denke mal, das ist Delilahs Seele. 37,10 Meter. 46 Meter. Dann markieren wir doch einfach mal die auf 10 Meter Entfernung. Super interessantes Gebäude. Wo ist denn die Ellie hin? Ah, das klappt so cool. Ist cool, ja. Das klappt ja cool. Okay, wenn das mal keine coole Macht ist. So, hier sind Abeles Schlafgemächer. Und ich denke, wir sind ziemlich nah an der ganzen Geschichte dran, deswegen mal schnell speichern. Was ist das denn für ein Picasso? Luca. Luca Belle. Okay, hier ist es noch ruhig. Ja, vom Berufssohn, ne? Okay. Also wenn nur er hier ist, ist die Sache eigentlich recht einfach. Tür ist blockiert. So. An die obersten Berater. Geschätzte Berater, ich werde an unserem Treffen morgen früh, also in 2 Stunden, nicht teilnehmen können. Ich gehe jetzt zu Bett. Doch, Sie wissen schon, was mit dem Erlass zur Ausgangssperre zu tun ist. Weitere Lichtwände kaufen, Zuständigkeitsbereiche der Garde erweitern, alle Bürgerkomitees verbieten und so weiter. Doch es gibt noch mehr für Sie zu tun. Ohne Zweifel werden wir bald den berüchtigten Kronenmeuchler zur Rechenschaft ziehen. Unsere wahre Kaiserin Delilah möchte, dass der Prozess in die Geschichte eingeht. Bereiten Sie alles vor. Ich will blutige Exponate, verstörte Zeugen. Und wenn ich beim Lesen der Anklage nicht weine, sind Sie alle gefeuert.
Herzog Luca Abe. Was für ein netter Mensch. Ach, er hat sich direkt in mein Herz geschlichen mit dieser Aussage. Ich will allein sein und nachdenken. Ja, dann sei mal allein und denke nach, Abele. Ich denke auch noch ein bisschen nach. Und zwar, wie ich am besten zu dir gelange. Ich versuch's jetzt mal hier oben drüber. Und ansonsten gehen wir durch die Tür. Ich frag mich, wer das... Ups. Aber hiermit... Nee. Hiermit kommen wir nirgends hin. Tja, dann brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Eddemeyer-Tinktur. Und dann testen wir mal, ob wir hier eventuell irgendeinen Einstieg haben. Ups. Und ich verschwende hier gerade wieder alles Mögliche. Was haben wir denn hier? Hm, lecker, lecker. Hier hat wohl gerade noch jemand gestrichen. Das Knochenartefakt, der Lailas Geist und der versteckte Zugang. Irgendwie habe ich Bock auf den versteckten Zugang, aber... Ich wüsste gar nicht, wie ich den erreichen soll. Da! Ein geschickter Assassine findet immer irgendwo ein offenes Fenster. Ja, cool. Wuha! Was haben wir hier drüben? Nur ein Beet. Dann lass doch mal eben. So was wie einen Blick riskieren. Dann spähen wir erstmal. Also wirklich was zu sehen ist nicht. Ist die Tür auch blockiert? Die ist zu öffnen. Herzog Abeles Gemächer. Schon mal sofort einen Rückzugsort suchen. Ich höre da diesen Jindosch. Oh, hier ist das Bad. Schön. Ah, schönes heißes Bad nehmen. Dunwall war für mich immer ein Ort des seltsamen Glücks. Mein Bruder ist dort gestorben. Und dort habe ich die Leiter kennengelernt. Es hört sich so an, als würde der hier sitzen. Aha. Okay. Wunderschöner Brunnen. Wir müssen mal kurz das Herzlein in die Hand nehmen. Das mal eben abwählen. Ich habe sie als Junge kennengelernt. Jetzt sind wir verbunden. Nach all den Jahren. Ich dachte wirklich, hier wäre eins etwas näher als das dort, aber... Dann nehmen wir das halt eben gut. Stirb, du Parasit! So. Ich würde mal sagen... Das öffnet bestimmt den Tresor des Herzogs. Ja, das mag sein, Emily. Ich bin jetzt... Ich bin ein bisschen verwundert. Das ging sehr schnell. Hallo, Delilah. Delilah Copperspoon. Ja, das wäre doch schon mal ein Beweis, dass sie eine Copperspoon ist. Obwohl, sie ist deine Halbschwester. Schwester? Halbtante. Halbtante? Ja, sowas in der Richtung. So, dann haben wir noch ein paar Knochen. Das hieße... Abele... Hier waren wir schon. Abele hat im Tresor die Seele von Delilah. Mann, Mann, Mann. So, die manipulieren wir sowieso schon mal direkt. Wozu haben wir den Kram? Oh, wir könnten hier eine Durchsage machen. Oh, wir speichern mal. Und dann machen wir mal eine Durchsage. Mal schauen, was passiert. Nee, nicht sagen. Komm. Oder? Komm. Wir sagen mal was. Bewohner von Karnaka. Ich bin ihre Herrscherin Emily Drexel Lila Caldwin. Ich kam hierher nach Karnaka, dem Juwel des Südens, mit einem klaren Ziel. Den Herzog von Cerkonos abzusetzen.
ihn bezahlen zu lassen für seinen Verrat an mir und seine Verbrechen an ihnen, den Bewohnern dieser Nation. Ich bin die Kaiserin, doch mein Vater ist Zirconia und euer Blut fließt durch meine Adern. Ich werde nun nach Dunwall zurückkehren, aber Herzog Luca Abele ist tot. Ich will die Krise beilegen und schleunigst einen neuen Herrscher in Zirconos einsetzen, damit alles möglichst unterbrechungsfrei vonstatten geht. Ich sage Ihnen Lebewohl und bitte Sie, Glauben und Loyalität zu bewahren. Ich spreche bald wieder zu Ihnen. Was? Naja, ich hoffe mal, dass das jetzt kein großer Fehler war. Verfluchte! In Bezug auf die Leute, die jetzt natürlich auf mich aufmerksam geworden sind, könnte das ein verheerender Fehler sein. Aber wir genießen das. Wir genießen diese Aufmerksamkeit, die uns zuteil wird. Wir kommen dann bestimmt jetzt auch gleich irgendwelche bösen Viecher. 37 Meter, das hieß aber nach unten. Okay, ja, ich bin nicht in der Stimmung, komm sofort raus. Ja, ist ja okay. Ich bin auch nicht in der Stimmung, wenn ich ehrlich bin. Ich glaub, glaubst wohl, du bist leise. Ich sehe lieber nach. Was? Hey! Wie bitte? Hier, habe ich was für euch. Das war ja nichts! Worauf wartest du noch? Du hast es darauf. Feind laut Aufzeichnung des... Na komm. Du gehst nirgendwo. Ach, guck mal, da ist so ein... Da ist so ein Hulibu. Hier, Hulibu, hab ich was für dich. Hat jemand verloren, genau. Ups. Okay. Was bist du? Ja, ich bin schuldig, das stimmt schon. Du bist sauer. Weg da! Die Maschine braucht Platz! Bist du fertig? Ah! Eine Gnade! Ups! Ups! Mach sie fertig! Okay. Ich würde sagen, wir laden dann in der nächsten Folge ohne diese Durchsage, also zumindest jetzt. Wir machen die später. Die ist ja cool, die Durchsage, aber wir machen die später, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl. Bis zur nächsten Folge. Euer John Defoe. Tschüss.